Ja, im Moment fühle ich mich sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt wieder auch bei der Mannschaft dabei sein kann, tagtäglich beim Training. Das ist auch wichtig für meinen Fitnesszustand, für mein Spiel auch, ne? Sehr wichtig. Ich fühle mich sehr gut und ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt und dass ich der Mannschaft wieder helfen kann. Ja, das wird eine Hammeraufgabe natürlich diese Woche. Das wissen wir alle am Samstag, was da auf uns zukommt. Aber es ist bei uns zu Hause, Stadion wird voll sein und ja, dann schauen wir, dass wir da auch zum 10. Mal in Folge umgeschlagen sind. Und wir müssen uns einfach auf die Grundtugenden, die was wir jetzt die letzten Wochen richtig gut absolviert haben, sonst wären wir nicht so oft umgeschlagen jetzt. Und das müssen wir aufs höchste Niveau heben. Kampfgeist, Wille, Intensität, all das, was halt uns Mainz so auszeichnet. Und dann einen sehr guten Tag noch erwischen, dann können wir natürlich auch bestehen gegen ihn. Wir wissen, dass ohne die Fans das nicht möglich ist, dass wir da am Samstag bestehen. Ich hoffe, dass da bis zum letzten Platz die Mainzer richtig brennen auf das Spiel und uns unterstützen werden von der ersten bis zur letzten Minute, weil das werden wir brauchen. Ohne dem wird es dort keinen Gewinn geben oder auch keinen Punkt. Und ja, ich bin schon gespannt, wie die Münchner kommen werden. Wir werden gut vorbereitet sein und ja, wir dürfen auf jeden Fall von der ersten Minute an alles reinhauen, dass wir da was zu Hause lassen.